Moin, sind ihr herzlich willkommen zurück zu einem neuen Modern Warfare Remastered Video. Und heute geht es darum, dass wir alle Szenen aus dem Trailer nehmen und die im Originalspiel einfach mal suchen gehen zusammen. Und ich will euch einfach mal zeigen, wie krass sich das verändert hat in den letzten 9 Jahren, was man einfach alles so machen kann. Was früher geil war, wo früher Leute in den Laden gerannt sind, um sich ein Spiel zu nehmen, weil es geil aussah. Und wie das jetzt aussieht, verglichen mit dem, was man heute so kann, finde ich echt so mega interessant. Will ich unbedingt mit euch zusammen ausprobieren. Und das Video war unfassbar viel Arbeit. Das wäre wirklich Hammer, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen könntet, das ist echt nicht zu viel verlangt, weil es hat super lange gedauert, das alles rauszusuchen und so weiter und so fort. Und dann will ich gar nicht lange reden, sondern wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. So Leute, da sind wir schon direkt. Die Mission geht direkt mit dem Shot los, den wir auch im Trailer sehen, wo unser lieber Captain Price sein Kippchen raucht, oder eine Zigarre ist das eher. Und jetzt guckt euch mal an, jetzt seid mal ganz ehrlich, wie kacke sieht das in dem Original aus und wie geil sieht das jetzt in dem Bild aus, was ich euch zeige. Und wir fliegen hier auf dieses Containerschiff, oh, jetzt muss ich mal ein bisschen schneller reden, und wir seilen uns jetzt hier ab, also wir seilen keinen ab, wir seilen uns ab, und das sehen wir auch im Trailer. Also diese erste Szene dieser Mission, das ist glaube ich die zweite Mission im Spiel, also die erste nach dem, wo man da lernt, wie man es macht, die sehen wir hier, und das haben wir jetzt hier auch gerade gesehen mit dem Abseilen, und jetzt wird hier mal richtig abgegangen. Und dieser Kontrollraum, den sieht man auch auf dem Bild, das zeige ich euch gleich mal. Ne, Quatsch, den sieht man auch im Trailer, ich Labertasche. Den gucken wir uns jetzt hier mal an, das sieht man glaube ich hier so aus der Richtung. Also es sieht auf jeden Fall alles schon sehr, sehr, ja, wie soll man das sagen, texturiert aus, aber sehr simpel. Also nicht viel modelliert, mehr texturiert. Also hier so ein ganz simpler Tisch und dann diese Knöpfe da einfach mit so einer flachen Textur draufgepackt. Und jetzt in dem Foto, beziehungsweise in diesem kurzen Trailer-Ausschnitt sieht man dann halt hier, wie geil das eigentlich aussehen könnte und wie scheiße das damals aussah vor 9 Jahren. Echt krass, das ist hier so das erste Bild, was man sieht, nachdem man da sich so abseilt, also ein abseilt hier, das Seil ist sogar noch da. Hä? Das Seil ist da, aber der Helikopter ist nicht mehr da. Hä? Und suchen mal die nächsten Räume, was ist das denn für ein Kackvogel hier? Ja, ein Saufen im Dienst. Junge, 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 ne? Dann passieren so Sachen. Und wir suchen jetzt praktisch die anderen Stellen, die man von der Mission auch im Trailer sieht. Das müsste noch so ein Kontrollraum sein. Das müsste noch das da hinten sein, da wird gleich drauf geschossen, wenn ich mich recht entsinne. Und die Stelle mit der Explosion, wo das ganze Ding hier in die Luft fliegt. Und dann gucken wir uns noch andere Stellen an, wo man das alles finden kann. Einfach um euch mal zu zeigen, wie geil Call of Duty Remastered, also Call of Duty Modern Warfare Remastered aussehen wird. Sag mal, ich bin total langsam. Wo sind meine Leute? Da hinten ist der Gaz Boy. Und das Mäuschen da hinten. Die Szene ist es. Hier, wo der Helikopter die einmal alle abknallt, das sieht man auf jeden Fall auch im Trailer, auf jeden Fall, da sieht man den, glaube ich, hier so hocken, man sieht das, wie der da einmal so durchgeht mit dem Ding, wie kacke das hier in dem Original aussieht. Und ich weiß noch, damals, als ich das erste Mal gespielt habe, ich war so am Mitfiebern in der Mission, ich habe die so gelebt richtig, ich weiß nicht, das hat so Spaß gemacht. Und wenn ich mir jetzt dran denke, das hier alles nochmal in so einer richtig krassen Quali, mit einer richtig geilen, ausgeleuchteten Szene, mit einem neuen Sound zu hören, dann geht mir richtig die Bux auf, könnte man fast schon sagen. Diesen Raum hier sieht man auch auf jeden Fall im Trailer. Das ist hier mit diesen Tanks. Ich erinnere mich sehr gut dran. Aber wie oberflächlich ist auch. Hier diese ganz normalen Zylinder-Tanks, ganz simpel. Und hier diese richtig verpixelten Bildschirme. Also echt krass. Hier so ein paar Rohre. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt mal, wenn ihr jetzt mal den Vergleich seht, wie richtig geil ausgeleuchtet das ist mit so Bump Mapping und Dynamic Shaders und so einem Bullshit. Also echt krass, wie gut das aussieht und beziehungsweise wie kacke das hier aussieht. Von allen Ecken? Von wo? Los. Links sicher. Maus. Oh, oh Gott, hat er mich erschrocken. Alter Schwede, zu erschrecken. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ist alles gut? Captain. Captain! Captain! Also das ist ja wirklich ein richtiger Eumel. Was soll denn der Schwachsinn? Darf ich nicht mehr zurückgehen oder wie? Also du bist mir auch mal einer. Oh, Entschuldigung, Mann. Ich vercheck's immer, dass du's bist, Mann. Ey, der leidet richtig unter mir. Oh ja, genau das ist das hier, wo das in die Luft fliegt und wir hinfallen. Und alles anfängt zu brennen. Ganz genau die Stelle ist es, die man auch ganz kurz im Trailer sieht. Unfassbar, wie in Anführungszeichen schlecht das jetzt in dem Sinne, aber also war halt schon krass zu dem Moment, wo das rauskam, war das halt schon was richtig Geiles so mit der Explosion und dem Wasser, aber jetzt nach heutigen Standards sieht das halt schon ein bisschen billig aus und im Trailer sieht man dann richtig so ganz realistisch, wie das alles in die Luft fliegt, echt
unnormal krass. So, jetzt hauen wir hier lieber mal ab. Uiuiui. Und, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ah, doch nicht ertrunken. Wo sind wir denn hier gelandet? Ach, das war eine Überleitung, wie sie im Buche steht. Wir sind jetzt in der Mission mit dem Informanten, den AKs und dem Nachtsichtgerät, was man im Trailer ganz am Ende sieht. Und da werden wir jetzt natürlich ganz, ganz klassisch versuchen, eine AK aufzuheben. Hat der eine AK? Er hat eine AK! Wow, und jetzt können wir das Ganze direkt mal ausprobieren. Also ihr erinnert euch, im Trailer, wie es aussah mit der AK und dem Nachtsichtgerät. Und jetzt schauen wir mal, wie das hier aussieht. Ich drücke jetzt mal ganz flink N. Zack, er macht das Nachtsichtgerät drauf. Schon ein bisschen billig, aber es erfüllt seinen Zweck. Auf jeden Fall richtig geil. Ich habe die ganzen Nachtsichtmissionen echt geliebt. Und die AK sieht auch echt deutlich simpler aus. Aber ist natürlich klar, wo ist jetzt eigentlich mein Team? Leute, ah, die sind da drin am Saufen und am Kartenspielen. So, die rappel ich da jetzt mit Vollwumms raus. Zack, Alter, weg mit euch. Und die da oben holen wir auch noch raus, die pflücken wir. Nee, komm. Oh, nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. So, Leute, das ist jetzt die Mission, die wir auch im Trailer sehen. Die heißt Charlie surft nicht. Das ist die mit den Helikoptern am Anfang. Ihr seht mal, wie billig diese Helikopter aussehen. Echt geil. Und nach hinten hin, echt geil gemacht so mit diesem Dust, also mit dem Nebel nach hinten. Aber wie simpel das Wasser aussieht, wie simpel diese Wellen aussehen, die die Helikopter machen. Und wie geil das im Trailer aussieht. Das ist diese ganz, ganz kurze Szene hier am Anfang, wo man Al-Sahad suchen muss jetzt. Also der ist jetzt hier angeblich in einem der Gebäude und den muss man da jetzt rauspflücken. Deswegen machen die Amis hier so einen Zugriff. Ihr seht hier gerade mal so ein paar Bilder im Hintergrund von Häusern zum Beispiel. Da sieht man einfach mal ganz krass, wie billig hier so ein Häuschen aussieht und wie geil so ein Haus aussieht in Call of Duty Modern Warfare Remastered. Ich freue mich so unnormal auf dieses Spiel. Es ist nicht mehr normal. So, wir sind jetzt auf The Bog. Das ist die Mission Das Moor. Und im Deutschen heißt die Der Sumpf. Und hier sehen wir auch im Trailer ganz klar diese kaputten Ruinen hier. Man erkennt es jetzt natürlich nicht, weil man eigentlich ein Nachtsichtgerät anhat. Das mache ich jetzt auch einfach mal ganz kurz an. Hier sieht man diese Ruinenteile, diese abgeschossenen Mauern, wo auch im Trailer der Typ hinterhockt. Okay, das ist auf jeden Fall hier die Stelle mit diesen kaputten Mäuerchen, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Also es gibt noch mehr Gebäude hier in der Mission, die so aussehen. Aber das könnte auf jeden Fall eine davon sein. Es ist auf jeden Fall die Mission. Und mich würde jetzt einfach mal echt interessieren, wie findet ihr den Trailer und wie findet ihr die Bilder, die ich auch gezeigt habe, zu den neuen Gebäuden? Was haltet ihr davon? Habt ihr Bock auf das Spiel? Und wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da und kommentiert mal, schreibt mal in die Kommentare, wie sehr habt ihr Bock auf dieses Spiel? Wie sehr habt ihr Bock auf Call of Duty Modern Warfare Remastered? Das würde mich echt interessieren, ob ihr da mehr Bock drauf habt als auf Infinite Warfare. Und wenn es euch gefallen, dann lasst einen Daumen nach oben da. War echt super viel Arbeit, wie am Anfang schon gesagt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.